Das Wort hat die Kollegin Sabine Leidig von der Fraktion Die Linke. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, in meiner knappen Redezeit will ich mich auf einen einzigen Punkt konzentrieren, nämlich die vollständige Liberalisierung des Buslinienfernverkehrs, mit dem die Bundesregierung ganz offenbar ein FDP-Steckenpferd reitet. Es geht nicht um die vielen gut ausgelasteten Charterbussen, Busse, mit denen ältere Damen wie meine Mutter zum Beispiel Urlaubsreisen, kostengünstige Erlebnisreisen unternehmen. Dagegen ist überhaupt nichts einzuwenden. Es geht auch nicht um Buslinien, die dort verkehren, wo die Bahn kein Angebot machen kann. Es geht um Linienbusse im Fernverkehr, die Sie ganz explizit als Konkurrenz zur Bahn einführen wollen. Die Linke stellt sich ganz eindeutig gegen einen solchen marktradikalen Unsinn. Warum? Weil über kurz oder lang dem Schienenverkehr geschadet wird und weil die Qualität für die Reisenden dadurch insgesamt eher schlechter als besser wird. Ein regelmäßiger Linienverkehr mit Bussen würde sich überhaupt nur dort lohnen, wo ganz dicke Rosinen zu picken sind, also Städteverbindungen, Hauptreisestrecken ohne Zwischenhalt und mit regelmäßig hohen Fahrgastzahlen. Das hat uns übrigens der Verband der Omnibusunternehmen bestätigt. Und die sagen, dass das Risiko, einen regelmäßigen Fahrplan anzubieten, überhaupt nur von ganz wenigen, ganz großen Playern gestemmt werden kann. Und dass der Mittelstand Angst hat vor einer solchen Regelung, weil sie nämlich genau wissen, dass dann auf der Tagesordnung steht, die Autobahnmaut für die Busse, damit Chancengleichheit zwischen Bahn und Bussen auch nur annäherungsweise hergestellt wird. Also, Veolia ist zurzeit der einzige ernsthafte Interessent, der so etwas anbieten will. Veolia beispielsweise kauft sich eine Armada nagelneuer Mercedes-Busse, fährt 8-mal täglich ohne Zwischenhalt, zum Beispiel von Leipzig nach Magdeburg, nimmt den knapp gefüllten Intercities mit billigen Fahrpreisen die Fahrgäste, bis die Deutsche Bahn AG beschließt, die Verbindung mit ICEs dort einzustellen. Damit wären dann auch Halle und Köthen von der Intercity-Verbindung abgehängt. Ein führender Bahnmanager hat genau dieses prognostiziert. Er sagte, das Busangebot wird dazu führen, dass ohnehin schlecht gefüllte ICEs und ICs noch unwirtschaftlicher werden und diese Verbindungen infolge der neuen Konkurrenz ganz oder teilweise abgeschafft werden könnten. Nachzulesen in der Financial Times vom 19. Mai 2011. Der nächste Schritt ist dann, dass Veolia die Preise erhöht und den Fahrplan ausdünnt, weil sich eigentlich diese Buslinien nur in den Stoßzeiten rechnen. Das ist alles überhaupt kein leeres Geschwätz. Ich will an eine Extremvariante eines solchen Kurses erinnern, die Einführung der Greyhound-Überlandbusse in den USA unter massivem Druck der Automobilkonzerne. Die waren maßgeblich für die Zerstörung eines einstmal großen Eisenbahnnetzes verantwortlich. Man kann dies in einem Report nachlesen, den ich sehr empfehle, der 1974 für den US-Senat verfasst wurde. Diese berühmte Greyhound-Gesellschaft ist in den 1990er Jahren pleite gegangen. Mit dem Ergebnis, dass es jetzt in den USA auch keine regelmäßigen Fernbusanbindungen mehr gibt, Fernbusangebote. Und vor allen Dingen gibt es praktisch überhaupt kein flächendeckendes Bahnangebot mehr für die Menschen. Die Leute wurden de facto in die Autos und die Flugzeuge gezwungen, von wegen Wahlfreiheit. Überhaupt nicht davon die Rede. Und auch wenn solche Zustände bei uns nicht vor der Tür stehen, ist es doch absolut widersinnig, dass heutzutage überhaupt in diese Richtung Politik gemacht wird. Wir brauchen doch nicht Wettbewerbsdruck auf die Bahn. Wir brauchen ein besseres Angebot auf der Schiene. Und dazu ist der Bund verpflichtet. Das Grundgesetz verpflichtet den Bund dazu, ein Fernverkehrsangebot auf der Schiene zu gewährleisten, das den Verkehrsbedürfnissen Rechnung trägt. Im Klartext, dieser Bundestag, diese Bundesregierung trägt die Verantwortung für Bahnanbindungen, aber nicht für Busunternehmen. Hören Sie auf mit dem Liberalisierungsgeklapper und sorgen Sie dafür, dass alle Oberzentren eingebunden werden, dass endlich ernst gemacht wird mit dem Deutschlandtakt und dass es Bahnpreise gibt, die für alle erschwinglich sind und dass die Bahn besser wird.